Ja, huhu, hier wieder beim Quali in der Secret World und mit mir dabei wie immer die Herr und der das Ragtag. klappt ja wie super. Ja, ich wurde darauf hingewiesen beim letzten Mal, dass man meine hechelnden Atemgeräusche hier so viel zu laut hört. Ja, ich bin halt immer noch krank. Ich habe das Mikrofon erstmal ein bisschen weiter weggetan. Gucken, ob das hilft. Außerdem habe ich jetzt hier ein paar Skill Points ausgegeben und kann jetzt hier mit dem Vektorraum, also mit unserem komischen Quantum-Dingens hier, herumschießen. Was macht denn das? Einzelangriff macht 255 Schaden. Uah, yeah! Erd und Saat gibt 58%? Ja. Sehe ich gerade das erste Mal, das ist echt viel. Ach nee. So, So viel wir Schneller müssen gibt es hier keine den. Ladungsdichte da drin und das muss Ich richtig fahre mir ätzend. einsammeln. Ah, hier sind Kristalle. Oh, die Dinger erinnern mich an was. Okay. Die Dinger haben ich und Terra mal, als wir die Quest mal gemacht haben, zusammen haben wir die mal außerhalb der Quest benutzt gegen Gegner, die jetzt genervt haben, weißt du noch? Weil Buben hat's die sind gemacht. echt, ja, die sind echt gut eigentlich. Ja. So, gehen wir zur Quelle. So, eben. Freunde. Mann, no. Mach mich nicht heiß aufs Töten. Ich mach dich heiß. Ich kann's immer noch. Werde direkt ein Stück kränker. Hey, du hast mich gefragt, ob ich komme. Mach mich nicht verantwortlich. Oh, das klingt so falsch. Oh, gut, das kann man. Ich habe einen Golem und ich werde ihn benutzen. Scheiße, Sturmgewehr gibt mir einen Granatwerfer. Da ist ein Werkzeugplatz. Wer nimmt sowas? Terra? Was? Mein Defensivziel springt dann dauernd auf diesen scheiß Golem um. Dabei will ich doch die Witchdrum heilen. Wie machst du das eigentlich? Bei mir ist noch das Defensivziel noch nie rumgesprungen. Das wüsste ich auch gerne, wie ich das mache. Okay, komm mit Hugo. Wenn ihr das wisst, wie ich das mache, schreibt es doch mal in die Comments. Das kannst du nicht fixieren. Also Antonio hilft dir ja ganz schön, oder? Sarah? Antonio? Antonio! Oh la la! Ja, deiner heißt Antonio, meiner heißt Hugo, der von Koali heißt Panda. Panda? Okay. Der sieht aus wie ein Panda. Das stimmt gar nicht. Der sieht nicht aus wie ein Panda, der sieht aus wie ein Stück Schimmel. Siehst du hast keinerlei Fantasie. Nee, das unterbricht nicht. Verdammt. Das unterbricht nicht. Ich muss hier erstmal raus. Hugo, go! Nein, nein, hilf! Gut, Hugo! Hey, du wirst von zwei Heilern geheilt. Du musst das aber nicht Ja, okay, ich gehe ja wieder rein. Warte kurz, wie soll die heilen? Du doof! Ach, ich hab dich sowieso defensiv gesehen. Was für ein Glück! So, wir müssen wieder zurück. Was ich meinte, der erstaunliche Wirbel, der hat jetzt nicht funktioniert gehabt zum Unterbrechen. Jetzt müssen wir irgendwie hoch.
Nehmen wir den noch mit. Alles mitnehmen. Ja, genau. Wie ein weiser Mann einmal sagt, wollen alles mitnehmen. Weiß würde ich nicht sagen. Sondern? Es war ein Spruch, bleiben wir dabei. Es sagte mir jemand. Vampire. Ein Wolf. Yay! Verwandelt mich! Nehmt mich! Aber nicht auf diese Weise. Wo bist du billig? Und Sterblichkeit? Da bin ich billig. Wenn du das als billig entscheidest, ewige Jugend und Sterblichkeit, ja. Dann bin ich billig. Streite ich keine Sekunde. Okay, Kinder, Kinder, Kinder. Ich meine, ich bitte dich, Nachteil. Man hat Blutdurst. Scheiß drauf. Immerhin, Terra, er ist ja auch noch der Jüngste hier in der Gruppe, der darf noch so denken, oder? Ich bin ein Küken. Jeep, Jeep. Jeep, Jeep. Hab mich lieb. Mal gucken. Kennst du auch diese Videos, wo die Küken nerven, ne? Ja! Ich würde mich leicht verletzt. Ich denke, dass hier wieder ein paar Heckenschützen sind. Da müssen wir wieder dazwischen laufen. Wo ist die Hecke? Aua! Mal was dran. Aha, hab ich jetzt gelernt. Ich mach dir nicht Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das hängt habe hier. Ja, ich hab doch gesagt, es macht Spaß. So, dann wieder sprinten dann, damit wir in die nächste Ecke können. Also müssen wir nicht hier oben auf den Hügel und nicht auf den anderen? Vertraut, Herr, die hat mich letztes Mal aufgeführt. Kriegst mich nicht. Hahaha. Geführt also. Hallo. Schnell, wir müssen Bill besiegen. Kaulitz. Also, ja, bestimmt. Wenn er schon so anfängt. Ich muss durch den Monsun hinter die Welt. Jetzt geht's doch. Irgendwie laufen wir immer weiter von dem Quest vorbei. Ja. Ah, Tokyo Hotel! Oh. Das hat jetzt echt gebraucht! Ja, da habe ich ein Poster hier. So, warte mal, da war doch irgendwo schon wieder ein Schütze. Muss mal ganz kurz eine Karte aufmachen. Genau, und jetzt müssen wir hier zurück. Sneaken wir uns von hinten an, ne? Was macht die denn da unten? Wir nehmen alles mit. Ja, ihr wollt ja alles machen, ne? Ich habe auch noch einmal drauf geschossen für pro forma und so. Leute, ich brauche dringend Trefferwert, ey. Und du auch? Ja, ich auch. Ausweichen. Ich kann es nicht mal sagen, ob ich irgendwie... Weil ich habe ja ausgeschaltet. Komm mal her. Boah, die versuchst du mal. Gib ihm einen Namen. Nein, er ist tot. So ein cooler Name, oder? Ey, niemand hat es verdient, ein namenloses... Tot, ja. Niemand hat es verdient, ein namenloses Grab zu haben. Hey, ich hab ihm einen Namen gegeben. Nein, er ist tot. Hey, komischer Name. Was sag ich hier? Ich glaube, den Namen mache ich lieber weiter. Na, ausnahmsweise mal was zu tun hier. Bist du vom Scharfschützen getroffen worden, oder was? Jetzt raten.
Nee, da war auch noch ein Blutungseffekt. 6-mal gestapelt auf mir. Tja, hätten wir jetzt jemanden mit Win-Win. Ja, ne? Ach ja, für die Community, die reden von mir. Von dir. Und warum hast du das dann nicht mal hier weggemacht? Weil ihr es, als wir die Decks zusammengestellt haben, nicht erwähnt hattet. Ja, außerdem hast du Sturmgewehr und Elementar, da kannst du es gar nicht nutzen. Das stimmt. Aber ich könnte ja Elementar austauschen gegen Pistolen. Dann einfach die Drohne reinpacken. Jetzt, das ist ja. So haben sie auch. Huch. Bisschen mal. Hat da mal ein bisschen zu tun hier. Der heißt Ernst. Hieß. Oh Gott, jetzt habe ich es echt. Das geht gar nicht. Ich habe sie angesteckt. Ja, über Skype geht immer. Also, dass die Computer schon so modern sind, wusste ich nicht, dass sie sogar Bakterien übertragen können. Ja, hörst du doch, oder? Terra hat die Männergrippe. Na toll. Da hat sie ja noch Glück. Frauengrippe wäre schon schlimmer. Will ich so nicht sagen. Oh Gott. Nein. Ich meine, Frauen haben eine bessere Schmerztoleranz als Männer. Also wäre die Frauengrippe noch weiter schlimmer. Wer sagt, dass die Grippe mehr Schmerzen macht? Ah, ich habe eigentlich eher von Frauen und Männern geredet. Quali, warum steht bei dir eigentlich immer wieder 1, 1, 1? 1, 1, 1? Ja, immer wieder in Gelb. 1. Schon wieder eine 1 über dir. Ploppt auf. Also eine Heilung oder Schadenseffekt, den du hast. Wahrscheinlich die Heilung, ne? Die immer nur 1 heilt? Keine Ahnung. Bei mir ist das nicht. Ja, schon wieder. Bei mir steht 56. Ach, vielleicht kriegst du ja Dings mit ab. Meine Absaugeffekte ein bisschen kriegst du ja vielleicht mit ab. Mag sein. Weil der ist ja alles, was in dem Radius der Explosion ist, kriegt der Burst. Den ab. Ja, dann heilst du mich um 1 oder so, keine Ahnung. Ja, du heilst mich eh um 1. Ich gebe ja nur einen Absaugeffekt, der 1,3 macht. Scharfschütze, aber der ist jetzt fällig, weil. Da ich eh schon ohne Ende Absaugeffekte habe. Ey, nicht in die Deckung ziehen. Ja, nee, wieso? Der eine, der steht hier und der andere, der ist da runtergelaufen jetzt. Da fahre ich doch nichts für. Ich hol ihn dir auch hoch, warte. Schon tot. Dann kriege. No. Ich habe ihn getötet, Jim. Yay, du Killer. Killer Koala. Yay. Ich muss wieder an das Freundspiel denken. Das war ich. In welches denn jetzt? Wo Koali und Koala gespielt hat. Ich hatte echt von der Idee her. Oder Zeit im Ich hatte in mehreren Rollenspielen. Ja, deswegen. Nee, ich kenne das eine, das du mal mit dem eingespielt. Oh, das ist ja wieder heiß. Beru, ja. Gespielt hast. Das fand ich. Dark Tales Runde, ja. Das Dr. Ich, Koala war's? Ja, Dr. Koala war cool. Leider ist die Runde ja eingeschlafen. Oh. Meine nächste Freude kommt ja im Januar. War doch Januar. Wenn ich die ganzen Runden jetzt alle im Januar untergebracht kriege. Ja. Alle warten darauf, dass irgendwie weitergeht. Feigling! Ja, immer wieder.
Ich bin Nachtkriecher. Oh. Warte mal, hast du das? Ja, die da war's. Oh, das könnte mir gefallen. Wollen wir in die nächste Uni gehen? Nein, mein Scherz. Dafür bin ich echt noch nicht fit genug. Ein entweihtes Relikt ist übrigens hier. Das nehmen wir mit. Ja. Ich bin gerade am überlegen, dann habe ich den Dorten abgeholt. Ja, weil das andere Zeug, das kriege ich noch von Lila. Direkt mitnehmen. Ah, jetzt. Dupti. Dupti 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 dup. Und da haben wir schon mal einen Wolf. Guck mal hier. Da ist der Stein im Weg. Ziel ist außer Reichweite. Das steht direkt vor mir. Quasi, solltest du in deiner Reichweite arbeiten. Yeah. Hat das funktioniert bei euch? Relikt und Vampir testen, ja. Okay. Vampir haben wir auch da. Ist das nicht ein Vampir hier? Das ist ja, ein das besonderer, aber der müsste eigentlich ein Vampir sein. Ne? Ah. Nee, hat nicht funktioniert. Er ist zu OP. Fee. Der niemals. Nehmen wir den da unten. Hey, du komm mal rein hier. Boah, ich weiß, was ich echt als nächstes mache. Ich brauche so viel Trefferwert, ey. Ich schieße hier ständig daneben. Ach, wie viele habe ich denn eigentlich im Moment? 190 mit... Nee, 231 mit Chaos von... Ich habe 171. Das erklärt viel. Ja, 190 habe ich nur mit der Klinge. Also. Ich glaube, ich hatte mich verlaufen. Wie jetzt? Bist du tot? Ja. Aber wir haben doch hier noch gestanden. Wir wurden angegriffen. Wir töten so einen Werwolf hier. Warte, ich muss nochmal ganz kurz. Okay. Zu spät. Kommst du wohl her? Ganz gut. Auf den Lesrak warten. Chaos, da. Oh. Kann ich nicht machen. Den Horrortanz. Achso, ja, natürlich, weil du den ja nur mit dem anderen hast. Ja. Oh, klasse. Ich geh da mal was holen. Ledige Damen kann ich auch nicht machen. Schade. Klingt auch falsch irgendwie, ne? Ja, es wird auch wieder irgendein Event gewesen sein. Wahrscheinlich zu Valentinstag.
Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Boah, ich treffe nichts. Wo bleibt das denn? Lesrak. Ja, ich bin hier gerade, weil ich gerade angegriffen und muss töten. Genieß mir die schöne Aussicht. Ich komme. Wie jetzt? Willst du das wirklich so genau wissen? Nee. Aber weißt du, ich bin sozial, ich frag nochmal. Der Höflichkeit halber. Weißt du doch. Na, da ist er ja. Hm. Hast du was mitgebracht? Nee. Hat uns noch nicht mal was mitgebracht. Nee, das war der Questmob, was ich mir nicht aktualisiert habe. Was wurde nicht aktualisiert? Die Versammlung. Dass er getötet wurde, wurde bei mir nicht aktualisiert. Also, dann. Und ich dachte, ich kann ihn schnell wegflügeln und naja, er selber wurde nicht weggeflügelt. Ja, dann machen wir es doch nochmal. Das ist doch nicht das Problem. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich habe gerade Schandel. Weil es mir relativ egal ist. Ach, jedes Pünktchen gibt uns hier mehr KP. Und du weißt, ich brauche das gerade noch. Ich bin so klein. Ich hab kaum was. Ja, klein sind wir alle. Mal näher. Willst du gar nicht, okay. Jetzt? Ja. Gleich hin. Heile Güte, ey. Ja, manchmal ist das echt ein bisschen buggy, aber dafür kann man es ja so schön, so schnell wieder hintereinander machen. Ich tausche mal einen Skill aus. Okay. Weniger Durchdringung, dafür mehr Trefferwert mit Salven. So. Geht ja gar nicht hier. So, wir müssen das Relikt noch an Ghoulen testen. Wie ist das bei dir, Esrak? Jo. Komm, Witch Drum, such Ghoule, komm. Ganz ehrlich? Hund hätte ich gern. Ja, als Klingelton, ne? Nein, ich meine eigentlich mit dem Körper. So. Außer mit der Frisur. Ja, geht schon besser, ein bisschen. Wir weichen zwar immer noch ein bisschen aus, aber. Ja, doch, sie weichen immer noch aus. Ja, natürlich. Ich soll ja auch. Alles. Sand. Kugeln fliegen für sie in Zeitlupe. Wollen wir gleich mal gucken, ob wir zwischen den Folgen mal ein bisschen Glyferei machen. Oh, ich weiß noch, wer dir das Glyphen mal erklärt hat. Wer denn? Keine Ahnung. Das du, weil ich das jetzt nur erwähnt ist. Das ist echt nicht mehr. Das ist ein bisschen traurig. Was? Ich war das! Ja, gut. Wolltest du jetzt da raus provozieren, oder? Nein. Nein. Computer sagt nein. Naja, die nächste Ini tank ich. Das will ich sehen. Sag mir Bescheid, ich bin dabei. Ja, wenn Eukalypta in die nächste Ini geht, dann. Ich würde sogar als Heiler mitkommen. Oh, wir werden alle sterben. Eukalypta ist Heiler. Ja, der macht sich auch so Leech Heiler, also ist auch der mit. Oh. Funktioniert? Yep. Guck mal, ich denke, ich komme auch zu dir.
Ich gehe lieber, es gibt Ärger. Oh, war ja. Wie in der Schule. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe irgendeinen Witz verpasst. Meine Schule, alles alle schweigt, haben mich nur Terra lacht. Lacht. Jede Schule, alle haben mich immer angeguckt und gelacht und ich wundere mich. Ja, wenn das Video aufgeladen ist, also dann Upload ist, dann kannst du es dir nochmal angucken, dann weißt du auch, warum ich gelacht habe und müssen jetzt nicht da hoch, ne? Ja. Jetzt der Straße folgen. Ich würde einfach nur die hier am Anfang so mitnehmen. Nehm nicht an. Okay. Ja, da können wir ja nochmal hin und das ist nur ein Umweg. Weil. Die wollte ja auch gleich nochmal irgendwie ein bisschen was prüfen zwischen zwei Befehl. Na, Crawley, mach doch mal ein Video. So glüft man richtig. Ich weiß immer noch nicht, wie man nur richtig glüft. Na, also wenn dir jetzt Trefferwertung fehlt, dann musst du eben eine pure Trefferwertungsglüfung machen. Ja. Also das weiß ich inzwischen auch. Wichtig ist, dass du einen großen Talisman machst. Andere machen beide große, warum auch immer, kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist wirklich ziemlich viel. Und dann kannst du auch noch nicht kleiden. Also ich habe da mit Terra habe ich gerade in einem kleinen, aber werde im zweiten auch noch mal, weil es dann doch noch ein bisschen wenig ist. Wenn ich so an Nightmare denke, Innis, Laufen und Szenarios. Hm? Für die Zukunft. Der letzte Nightmare-Instanz, wo ich drinne war, war ich mal nicht der schlechteste im Schaden. Diese Türen stehen in jeder Zeit offen. Hm. Hier gibt's eine Albtraummission, die machen wir aber nicht. Schade. Die ist echt einfach. Die ist einfach? Ja, haben mich Terra schon mal gemacht, die ist. Na gut, dann machen wir sie doch, aber erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Terra läuft los. drei komische Leute versuchen Nightmare-Dinger zu machen. Immerhin habe ich ja eine tolle Nachricht gekriegt, nämlich irgendwas von meiner Gilde. Von deiner Gilde? Die hat von den Drachen. Achso, von den Drachen. Bist du wieder als Opfer? Du meinst echt eine Gilde. Hey! Yep. So, ja, dann ich sag schon mal Tschüss und ihr jetzt auch. Tschüss. Ciao, ciao. Okay.